So, Hallöchen, Freunde, da sind wir wieder bei H1, Z1. Auch am Start, mein Brüderchen. Und wie man sieht, man spawnt auch jetzt veranlasst. Hallo. Da war er. Der Name ist noch unbekannt. Ich weiß noch nicht, wie ich dich nennen soll, das weil ich dich noch nicht sehe. Aber ich bin auf jeden Fall in der Stadt, ne? Gespawnt worden. In der großen. Echt jetzt? Okay. Wo bist Ich du muss denn? irgendwo. Ja, mitten in der Prärie halt. Okay, ich bin nämlich direkt an der Hauswand gespawnt Ja, worden. ich muss irgendwo suchen. Ich sehe gerade gar nichts. Ich gucke, ich bin am Fluss halt. Jetzt weiß ich noch nicht. Ich laufe Richtung Sonne. Was kannst du daraus schließen? Ich laufe Schließen? also. Das ist gut. Ich kann auch was Also die Sonne daraus. ist vor mir. Ich laufe zur Sonne hin. Wo ist deine Sonne? Meine Sonne ist auch an der Sonne. Also ich bin am Ende von der Karte. Ich bin D5, bin ich. In dem Ort. Wo die Ach so, Hochhäuser. ja. B. Ach Mensch, B9 bin ich natürlich. B9. Oh Gott. B9? Oh Gott, so weit Ja, weg. Mann, das ist ja am Arsch der Welt, ey. Der Scheiße, dass man sich als Freunde nicht zusammen spawnen kann. Ich finde das doof. Ich finde das doof. Hallo Also, B. bis jetzt ist es sehr ruhig in der Stadt. Sie greifen nicht sofort an. Ja, hier ist aber auch nichts. Ich sehe nicht mal, was hier rumläuft. Ich bin so weit draußen, dass hier nicht mal mehr ein Zombie ist. Ja, ich kann halt mir keine Pfeile craften, weil in der Stadt gibt es keine Bäume. Also wenn ich vor mir eine Bergkette sehe, ist bestimmt die falsche Richtung. Oh, ein Haus da drüben. Oh, ein Haus, ein Haus, ein Haus. Was ich machen könnte, also wenn du die Bergkette siehst, dann bist du ja in der Mitte von dem. Ich kann ja gar nicht rauszoomen, mein Mann. Nee, das ist jetzt halt dieses Ego-Shooter noch dazu. Oh, das haben wir auch noch drin gehabt. Super. Übrigens, ich bin halt hier. Hier liegen Waffen. Krass. Ja, ich habe einen Bogen. Ich habe einen geilen Bogen, Alter. Ich habe einen Bogen. Ich brauche mir gar keinen craften. Ich habe einen richtigen Bogen. Diese geilen Bogen, weißt du? Okay. Ich habe eine Und Pump-Action Stoff habe ich auch jede Menge. gefunden. Okay. Ich bin jetzt gleich hier bei der Dings hier, ne? Bei der Polizeistation. Moin. Oh, schon Moin, sag. Schon mal getroffen? Reißen, oder? Ja, den Stoff zerreißen. Da kann ich mir gleich eine kleine Tasche bauen. Cool. Und eine Hi. Axt habe ich auch noch, du. Was denn? Oh, nur ein Zombie gegrüßt. Jemand. Achso. Warte mal, ich muss mal Discovery machen. So, pass auf, ich renne mal schnell zur Polizeistation. Da versuche ich mich ein bisschen auszurüsten, um dir was mitzubringen. Eine kleine Überraschung. Ach so, Stacheln machen die jetzt übrigens ja auch nichts, ne? Was gibt's? Die Stacheln, die machen dir hier übrigens auch nichts. Naja. Wir spielen das erste Mal jetzt H1 5000. Richtig. Was so realistisch rüberkommt hier. Ja, also in so einer Ka Apokalypse würde ich natürlich alles andere als sich gegenseitig abmurksen, wenn ich schon genug Untote da rumrennen habe. Ja, Udo, das siehst du ja auch wieder in den ganzen Filmen. Eigentlich ist es überall gleich, oder in den Kriegen ist es eigentlich alles überall dasselbe, ne? Also was mich an wirklich stört an dem Spiel ist dieser dauerhafte Nebel. Ich meine, furzen die, atmen die irgendwelchen Schwefel aus, dass es andauernd irgendwie Nebel gibt hier oder ist es so? Aber das ist wirklich so, wenn du mal so alte Zombie-Filme guckst, immer Nebel. Ja, es macht die realistisch ein bisschen gruseliger, weißt du. Stell dir vor, es wäre Sonnenschein, Ja, 30 aber was Grad. bewirkt das? Also ich habe hier alles, ich habe hier eine Mütze, ich habe hier noch einen Bogen. Hast du einen Bogen, den, ne? Noch nicht, aber ich bin bei der Polizeistation. Ach
Schwimmer. Ich tue jetzt meine. Gibt's eine Mütze? Ist Mütze auch Dings? Stoff? Ja, ne? Ja. Ja, dann mache ich das jetzt, weil ich brauche eine Tasche unbedingt. Und ein Halstuch habe ich mir jetzt auch. So. Und jetzt? Ja, wir haben sie. Und zack, wie eine Tasche. Jetzt kann ich mehr mitnehmen. Ha, das hat ja wunderbar funktioniert hier. Also ich suche schon ja irgendwie eine Rucksack oder sowas. Also hier in dem Service sind jetzt auch die Zombies lieb, hast du gesagt, ja? Ja, auch die sind lieb. Na, Zombie-Oberst mäßig. Die wollen nur, die wollen nur predigen gehen. Die wollen nur predigen gehen. Ach so. Die wollen dich bekehren. Oh, hier, es gibt ja allerhand zu holen, du. Oh, Musik. Ah, schon einer? Das heißt, wenn jetzt ein Mann reinkommt, kann der mich nicht töten, oder was? Nein. Aber du sollst halt schnell, du sollst halt versuchen, schnell wie möglich hier die Sachen wegzuladen. Ja gut, dann geht's halt um Geschwindigkeit. Also hier ist leider ein Bogen, oder gut halt irgendwie. Toll, ich finde hier keinen Rucksack oder sowas, weißt du? Toll, ich höre ein Auto. Ach, schnell die Sachen weg. Das Problem, ich habe vor mir eine Bergkette. Laufe ich richtig oder eher falsch, wenn ich Hügel sehe, ganz große? Ist da irgendwie das Ende der Welt? Theoretisch ja. Richtige Felsen kommen vor mir dann. Also sollte ich doch die andere Seite benutzen, ne? Ja. Oh! Hi! Wo denn her? Das sieht aber gefährlich aus. Mutti, ich mache mir gerade in die Hosen. Warum? Die können doch nichts tun. Ah, ist Mustafa. Das ist Mustafa. Was für Mustafa hier? Endlich. Was? Endlich wegen Mustafa? Nee, ich kann mir jetzt hier solche Sperre machen, weißt du, solche Pfeile. Ja, würde ich auch ganz gern. Ich tue nur so, als wenn ich eine Waffe hätte, weißt du, in der Hand. Zombies gibt's hier schon mal keine. Und wieso kann ich hier nichts mitnehmen? Ich hier auch nicht, Zombies? Doch, doch, es sind ein paar in der Ortschaft drin. Ich tue gerade so, weißt du, als wenn ich hier ihn ignorieren würde, weißt du. Irgendwie will was der Mustafa was von mir. Will er was von dir? Ich weiß es nicht. Er klebt gerade an meinem Arsch hier. Ah, übrigens. So, Mann. Nee, 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 nee. Übrigens, er kam hier, er kam ohne durch die Tür durch. Oh! Thank you! Ach, wir reden gar nicht. Ah, er muss sich reden mit Rädchen drücken, ne? Ja. Oh, er schießt gleich wie verrückt. Ah, vielleicht. Ja, vielleicht stirbt er ja. Auf dich schießt er. Nein, auf die auf vier oder fünf Dings hier. Okay, er lebt noch. Zombies. Ja. Also das mit dem roten Totenkopf. Natürlich gibt's jetzt ein Problem, wenn er gleich losfährt, ja. Könnte er mich überfahren? Deswegen hau ich mal ganz kurz ab hier. Das würde gehen, ja? Ja, das geht. Deswegen hau ich ab. Weil ich sehr viele Sachen weggenommen habe, wo er wahrscheinlich haben wollte. Hi, Zombie. Ja, und ich hab. A8 bin ich jetzt. A8? Ah, ich geh höher. A8, das ist gut. An den Bären vorbeilaufen geht nicht mehr so gut. Du musst irgendwie kurz stehen bleiben, habe ich das Gefühl. Ja. Also du kannst in der Stadt, kannst du hier hervorragend rumlaufen, ohne dass die Zombies gleich ankommen. Oh, ich komme.
komme auf eine Straße, ich sehe eine Brücke von Weitem. Okay, ich versuche mal zu dir zu kommen. Wir hätten noch den Leute spielen können, wir beide. Ja, hätte auch sein können. Können wir jetzt halt machen? Haben wir noch gar nicht gemacht. Nee, stimmt. So Grusel, Grusel rumrennen. Richtig. Bei Angst der Hosen, scheiß. Hast du die Dings schon gemacht, Tutorial? Tutorial habe ich gemacht, ja. Achso, nee, du hast gesagt, du musst wirklich warten. Bis da irgendwas kommt, ne? Ja, du musst nochmal zurück, du musst ein, zwei Aufträge machen, bis zum Doktor, glaube ich, und dann kommt es, glaube ich. Bis zu zum Doktor musst du rennen. Ach so, nee, da bin ich noch nicht, ja. Aber wir haben so viele Spiele, wir haben auch dieses andere, dieses Miscreated und sowas, ne? Da war erst ein Update, ein kleines. Okay. W8 wieder. W8. Also laufe ich eigentlich ja richtig. Ist nur die Frage. Ach, geil. Ich habe ihn gesehen. Er fuhr vorbei. Er sucht mich. Warum sucht er dich? Ich weiß es nicht. Aber er kann mich ja dann überfahren, weißt du? Und dann hat er ja die Sachen. Oh, ein Bär. A8 bin ich jetzt. B8? Und A8. Das heißt, ich gehe andersrum. Ah, scheiße, dann laufe ich andersrum. B8? B8. Aber ich bin doch auf so einer großen Straße. Und jetzt bin ich plötzlich auf A8 gelaufen. Also in welche Richtung laufe ich jetzt? B8 war ich gerade eben. Welche Straße benutze ich denn gerade? Ich bin auf einer richtigen Straße, auf einer Brücke. Wieso steht hier nochmal so ein LKW? B8, jetzt bist du A8. Ja? Wieso, wie geht das denn? Ich bin auf einer Straße, wie soll das gehen? Da gehen doch nur Straßen hoch und runter. Ich müsste doch die ganze Zeit auf B bleiben. Es müssten sich doch nur Nummern unterscheiden, oder nicht? Achso, ja, die macht eine Kurve. Die macht eine Kurve. B8, jetzt bist du A8. Ah, ich muss da runterwärts. Okay, ich bin gleich bei dir. Oha, hier ist ein Zombie, ein Wolf. Oha. Also ich bin auf so einer Brücke, bin ich halt. Ja. Ich weiß, wo du bist. Halt ein. Dann können wir gleich nämlich hier... Also lauf auf jeden Fall hochwärts. Bleib auf dem Sektor von A, B. Aber versuch, die Zahlen hochzulaufen von der Straße. Und pass. Weiß ich nicht, wie das geht. Ja, die Straße mal langlaufen. Ja. Also, die kommt jetzt ein Knick. Warum ich auf A8 komme nicht und auf B7 oder irgendwas, das wundert mich jetzt gerade. Weil, wenn du auf die Karte guckst, ist die Straße ja eigentlich hoch und runter, nur nicht nach links rüber zum A oder so. Ja, die macht mal einen kurzer Knick. Bin ich ja theoretisch da. Aber in der Größe 8 gibt's nichts so einen Knick, oder? Nein, ja, der Knick, das ist oben der Knick nachher. Wobei 7, 6 angegeben ist. Das ist der Knick. Ah, das Ende hier. Also, ich muss zurück. Da kommt ein Tunnel da vorne. Eine Brücke, das heißt, es ist zu da vorne. Ah! Hey! Oh, Schnauze! Ich glaube, die hat jetzt jeder gehört hier. Gott! Herr im Himmel! Erbarme den Schuss! Schenk mir einen Punkt-Punkt-Pimmel. Ah, ich hab auf dem Dings hier, weil ich keine Pfeile habe, weißt du? Jetzt habe ich mit einer Schrotflinte habe ich hier auf den Wolf geschossen. Wenn ich wüsste, wo du bist, dann könnte ich dir einen Pfeil hinschießen. Oben bin ich, oben. In der Stadt. Also die Straße weiterlaufen, dann kommst du in die Stadt, wo ich bin.
Blehrend Valley oder was? Wo bist du da drüben, das Ding? Richtig. Ah ja, also, dann komme ich hingelaufen, ja. Ich weiß jetzt die Richtung, weil ich habe vorne einen Tunnel gesehen und Tunnel heißt für mich, da kann man nicht durchgehen, das Ende. Okay. Was ich nur so viel höre, sind Wölfe hier. Ja, das habe ich auch gemerkt schon. Mr. Pets habe ich schon gesehen. Ein Wolf. Oh, ein Wolf. Hier fehlt die Tür. Oh. Ich glaube, der will bestimmt einkaufen gehen. Ich muss mal kurz aus der Stadt raus. Das geht nicht anders. Ich brauche Munition. Also ich komme auf jeden Fall runter zu dir gelaufen kurz. Weil die Zombies sind gar nicht mehr so schnell, wie sie sonst waren. Oder so gierig hier. Ja. Also sonst hast du ja die eigentlich nur mit dem Arsch angeguckt und dann war schon tot. Die Hirsche leiden aber nicht an Tollwut, weil die zu mir kommen und irgendwie überhaupt keine Angst haben. Die wollen einen Kuss von dir. Schon wieder ein Wolf. Ist übertrieben mit den ganzen Viehzeug hier. Ja, vor allem in der Stadt hast du jetzt plötzlich viel mehr Wölfe drin. Ja gut, es ist ja tot, die können ja rumlaufen, es gibt ja keine Zivilisation mehr. Ja, aber ich dachte, das wäre Paradies hier. Da gibt's keine Wölfe. Paradies für Zombies. Also ich bin jetzt am Stadtende. Da rennt. Oh, die rennen hintereinander her. Die wollen Liebe machen. Was ist denn jetzt neu? Was ist denn jetzt neu gemacht worden hier? Die Rehe sind dünner. Ach, übrigens, der Pfeil ist wieder in den Finger drin, das sehe ich gerade. Ja, davon kannst du nicht nicht gehen. Also, dafür sind halt mehr Wölfe hier. Und dafür sind sie ein bisschen friedlicher, alle die Zombies. Ich weiß noch, wo wir einmal reingeschaut haben in dem Ort hier. Wo es noch richtig abging mit, ja, ein Zombie nach dem anderen. Plötzlich haben wir Hunderte hinter uns her. Muss ich halt nur ein bisschen vorsichtig, muss mich bewegen. Und du auch ein bisschen, weil ich nicht weiß, wo der Typ mit seinem Auto hin ist. Ich könnte schwören, ich habe gerade ein UFO gesehen. Weil das war Mustafa, den ich gesehen habe. Was will Mustafa machen? Überfahren, da kann er die Sachen looten von dir. Oh, dann soll er sich doch in den richtigen Server reintun, wo er welche töten kann und nicht so hinterhältig. Ja, das ist halt Mustafa. Also ich krieg irgendwie schon einen Würgeanfall, wenn ich die Leute... Ich komme jetzt in so eine Stadt, so eine Tankstelle habe ich jetzt vor mir. Ja, okay, na, ich weiß, wo du bist. Ja. Klein bisschen entfernt. B8, aber immer noch B8. Wo ist denn das? Wo ist denn da eine Stadt? Merkwürdig. Also die Karte, die aufgezeichnet ist, ist ja nur eine grobe Karte. Es ist nicht die richtige. Trotzdem? Ach, schon wieder ein Wolf. Oh, Himmel. Ich halte mich mal hier eine Weile auf. Also B8 bin ich. Nee, C8 bin ich jetzt. C8, okay. Ja, halt ich ein bisschen auf, ich komme runter. Rettung naht, Rettung naht. Das Loten geht schneller, gell? Die Uhr geht ganz schnell so. Das ist schon mal gut. Immer etwas Gutes. Ja, na, jetzt würde ich den ganzen Schrank innerhalb von einer Sekunde durchgucken. Oh, so schnell. Alles leer, alles. So schnell ist der Nebel weg. Ja, fupp.
Hier ist wirklich alles leer. Ah, das gibt's doch gar nicht, du. Ja gut, aber die Ecke hier hinten ist sowieso mal leer gewesen. D6 bin ich. Achso. Ich bräuchte doch eigentlich, bräuchte ich mal hier. Warte mal, ganz kurz, ja. Kannst du auch nicht plündern? Nee. Wow. Für gute Zeiten? Ach, für gute Zeiten. Weißt du nicht, wann das wieder losgeht hier mit der Menschheit und Geld? Da hat man doch in Übermaßen. Also ein Gen einzusacken. Also ich bin in irgendwie so Motel und Dings, in so einer zwischenkleinen Stadt bin ich da. Dieses Motel, wo auf der Landstraße ist. Okay. So. Das kann raus, das kann raus. Das ist eine Kreuzung, ist das jetzt hier? Eine Kreuzung? Wo denn da? B8. C8. Da ist nicht mehr eine Kreuzung. Eine Kreuzung? Du bist bei Hemingway Truckstop, ne? Weiß ich nicht. Wo steht das? So ein kleines viereckiges Häuschen drauf. Auf der B25. Yates Motel. Steht drauf. Yates Motel. Oder was soll ich lesen? Yates Motel. Ah, da ist eine Karte. Hier ist eine Karte. Wo sind sie? Da sehe ich dir genau mal den Standort. Oh, wo sind sie? Hemingway Truckstop bin ich, ja? Eben, da unten ist das. Die Karte kannst du nicht danach gehen, die ist nicht akkurat gemacht. Gar nicht, in keinster Weise. Hemingway bin ich, ja? Also man kann wirklich viel schneller looten. Ich halte mich auf jetzt. Hier bleibe ich, weil hier gibt es sehr viele Häuser, wo ich angucken kann. Ja. Du kommst zu mir, oder? Ich komme zu dir, ja. Ich bin schon auf dem halben Weg. Ich versuche vielleicht eine schöne Armbrust zu kriegen für uns. Ich setze schon mal einen Kaffee auf. Oh, das ist echt süß. Oh, freu. Aber Kaffee gibt's hier, nur kein Wasser. Hier liegt nichts, aber auch gar nichts rum hier. Das ist der Hammer. Ja, doch, Multivitamin-Tabletten. Ja, super, das wollt. Ah, ich hab eine Karte. Ha! Wahrscheinlich wollt ihr die auch nicht haben. Ein Reh! Mitten im Restaurant drinnen. Er hat auch mal Hunger. Schon voll. Ah ja, war Rennstinger habe ich hier drin. Die sind das, wo so schwer sind. Wahnsinn, du. Nichts. Es gibt wirklich null hier zu holen. Ja, ja. Ich merke es auch gerade. Gut, ich mache mir ganz kurz mal hier. Discover Craften hier. Das raus. Das raus. Das rein. Hä? Ach, der kann das schon machen hier. Und langs.
So, wir craften gerade mal ein bisschen was, damit wir ein kleines bisschen Waffen ausgerüstet sind. Ja, darauf. Klack. Das hier. Zum Glück brauchst du ja keine Dings hier. Ach, das Schreck. Schredder. Brauchst ja Stoff dafür, ne? Für Pfeil und Bogen. Ja. Habe ich schon ganz vergessen gehabt. Na, das geht auch nicht. Ah, das geht auch. Nichts machen. So. Dann kräften wir noch hier ein paar Stickies. Los, Junge, mach hinne. Arbeite schneller für dein Geld. So. Du kannst sogar Barhocker kaputt machen, gell? Ein Barhocker, okay. Ja, die Sch T Tische kannst du gut schlagen mit der Axt. Ah. Auch den Tisch aus Holz. Okay. Wann haben sie das eingeführt? Wahrscheinlich jetzt gerade. Scheiße, hier steht. Ah, hier stehen Autos rum. Ich brauche ein Repair-Kit. Ganz viele Sachen kaputt bei mir. Bogen und allen Scheiß. Ah. Also kriegst du auf jeden Fall gleich eine Waffe von mir, weil ich habe so viele Waffen drin, ne? Ich weiß gar nicht, wohin damit. Dann beschwerst du dich, dass du nichts looten kannst, weil nichts da ist. Ja, ich habe halt einen großen Rucksack dabei, ne? Extra. Aber ich habe nur einen gefunden, weil dieser Mustafa Alibaba hat den anderen Rucksack genommen. Ah, ist ja. Ah. Oh, ich habe ein Glück. Ich habe ein Glück. Der Wolf rennt gerade hinterm Hasen her. Oh. Das haben sie sehr gut gemacht, ja, dass du nicht automatisch immer der Typ bist. Oh, ein Kaliber. Du. Eine fette 44er Magnum, du. Okay. Cool. Aber ich finde, der rennt langsamer, ne? Kann das sein? Richtig, richtig, ist mir auch schon aufgefallen. Ja, du sollst ja nicht schneller wegrennen von den Zombies. Ja, super. Ja gut, dafür laufen die Zombies langsamer. Ich stell dir vor, die hätten es schneller gemacht und wir langsamer. Weil Rennen und Normallaufen ist dieselbe Geschwindigkeit eigentlich. Ich habe eine Batterie. Ah ja, du. Also von der Geschwindigkeit her ist Rennen und Normallaufen dieselbe eigentlich. Da macht nicht viel Unterschied, finde ich, ja. Alter, so viel Dings hier, Wölfe, es gibt's ja gar nicht. Deswegen gibt's hier auch keine Dinge mehr. Keine Zombies, alle gefressen wurden. Ja, die essen sich ja gegenseitig auf, ne? Na, jetzt kommt doch, verdammt, verdammt, geaxt, verdammte Axt. Aber die rennen auch nicht mehr, ne, die Wölfe. Kann ich nicht sagen. Also von mir ist einer gerannt vorher. Ehrlich? Antibiotika, hast du irgendeinen Tripper oder sowas? Habe ich. Dann werde ich dir gleich ein bisschen einfügen, ja. Einmassieren. Was ist denn jetzt passiert? Wieso stockt das manchmal das Spiel? Ich drück was und das dauert dann 2-3 Sekunden, bevor es dann endlich gemacht worden ist. Dann habe ich schon lange wieder eine andere Aktion gemacht. Okay. Ist mein Ping nicht hoch genug vielleicht? Dein Ping. Dein Ping, wa? Mein Ding. Mein Ding. Mein Ding. So. Mein Ding. Wir machen hier ganz kurz mal Session Ende. Und in der nächsten Folge werden wir ihn auf jeden Fall finden. Bis gleich.